Hey Benny, Glückwunsch zu deinen 400 Abonnenten. Bist ein netter Kerl, mag deine Videos, mach weiter so. Du hast zu einem Challenge, zu einem Giveaway aufgerufen, in dem wir was kochen sollen und es nach Möglichkeit scharf würzen sollen. Ich habe mir heute vorgenommen, dass ich Kartoffel-Hackfleisch-Eintopf hier draußen koche. Und zwar habe ich hier, ich weiß nicht, ob man das überhaupt sieht, es wird langsam dunkel, Zwiebeln mit ein bisschen Hackfleisch. Und dann habe ich hier klein gewürfelte Kartoffeln und Möhren, die ich zu Hause schon mal vorgekocht habe, dass es hier draußen nicht so lange dauert und ich nicht eine ganze Gaskartusche dafür verbrauche. Ja, dann schmeiße ich mal kurz den Brenner an, dann melde ich mich gleich wieder. So, der Gaskocher brennt. Dann nehme ich zuerst ein bisschen Öl. Oh, ist schön warm. So, dann die Zwiebeln. Oh, so war fix warm. Machen wir mal das Fleisch direkt hinterher. So, das brate ich jetzt ein bisschen an und dann kommt ein bisschen Wasser drauf, Instant Rinderbrühe und dann die vorbereiteten Kartoffeln und Möhren. Kommt da ein bisschen Wasser drauf. Dann schmecke ich das noch mit ein bisschen Rinderbrühe ab. Und einen ordentlichen Schuss Pfeffer. So. Und dann Kartoffeln. Brille beschlägt. Und zum Schärfen von dem Eintopf benutze ich Samuel Oleg, so wie du das auch in deinem Video gezeigt hast. Das ist jetzt allerdings eine preisgünstige Variante. Ich muss ehrlich zugeben, dies ist nicht besonders scharf wie das Original. Sobald der Pott hier alle ist, werde ich mir auf jeden Fall wieder das Original kaufen. Ja, ich esse zwar gerne scharf, aber eher selten. Zum Beispiel, wenn ich mir Chili con Carne mache, was ich sehr gerne esse, dann kommt auf jeden Fall ordentlich Samuel Oleg dran. So ungefähr
reicht auf jeden Fall, denke ich. Kommt hier rein. Och, damit der Pott endlich alle wird, machen wir noch ein bisschen mehr. So. Das rühre ich jetzt nochmal um und dann lasse ich es ja, knappe 10 Minuten vor sich hin blubbern. Bis gleich. So, der Eintopf ist fertig. Dann probieren wir den mal. Heiß. Aber das ist schon gut. Oh, lecker. Und auch scharf. Aber wie gesagt, das tut echt gut. Es ist ziemlich kalt. Ich meine hier draußen, das Wetter, nicht das Essen. Oh. Ja, Benni, ich lasse mir es noch schmecken. Ich wünsche alles Gute, mach weiter so. Wie gesagt, bist ein netter Typ. Dein Kanal ist auch super. Bis bald.